Alle Parteien beklagen sich, dass in Deutschland zu wenig Kinder geboren werden. Aber viele vergessen zu fragen, warum das so ist. Dabei ist die Antwort doch ganz einfach. Das Leben muss planbar sein. Junge Eltern müssen wissen, ob sie in ein paar Monaten noch Geld haben, ob sie in ein paar Jahren noch Geld haben, ob sie sich vielleicht ein Haus bauen können. Und wenn sie dann auf der anderen Seite erleben, dass die Arbeitsverträge befristet sind oder dass sie im Niedriglohnsektor arbeiten oder dass sie gar Werkverträge haben, wo oft die Stundenlöhne nur ein paar Euro sind, dann wissen sie, sie haben es schwer, eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so schwer sein, das zu begreifen. Wer also deshalb will, dass wieder mehr Kinder geboren werden, dass unsere Gesellschaft wieder jünger wird, der muss den jungen Menschen auch die Möglichkeit geben, ein solides Einkommen zu haben. Also weg mit den befristeten Arbeitsverträgen, weg mit den Werkverträgen, weg mit der Leiharbeit und weg mit dem Niedriglohnsektor. Jetzt höre ich schon, wie viele sagen, das geht nicht. Wir haben viele, viele Jahre lang eine gut laufende Wirtschaft gehabt, ohne dass man die Arbeitsplätze in dieser Form verschlechtert hat. Also, wir brauchen für alle Menschen einen soliden, gut bezahlten Arbeitsplatz.